Hey ho, meine Lieben, wir haben es nach 4:30. Ich krieg langsam wieder richtig Hunger. Habe im Kühlschrank geschaut und mir überlegt, was ich aus meinen Resten, was ich noch alles da habe, machen kann. Und da ich ja noch ein bisschen am Aufräumen bin und meine Muffinform gefunden habe, ja, mache ich heute Bacon-Ei-Muffins mit Bratwurst. Ja, die von meinem kleinen Donauausflug übrig geblieben ist. Gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche, wo ich zuerst einmal die Bratwurst schnipseln werde und kurz anbrutzeln. Attacke! Da haben wir schon alle Zutaten, was ich benötige. Vielleicht noch zweite Päckchen Bacon, weiß ich noch nicht. Das Video fällt übrigens unter die Kategorie altbewährtes neu gemacht, weil ja, haben wir ja früher schon öfters gehabt, da mal diese Muffins. Und ich schneide mir jetzt erst einmal die Bratwurst etwas kleiner. Um ganz klar, klipp und klar zu sagen, in Würfelchen. Und dann kommen die Würfelchen ganz kurz in die Bratpfanne, werden ein klitzekleines bisschen angebraten. Und gut ist, da nehme ich euch jetzt nicht mit. Ich glaube, das weiß jeder, wie man so, ja, ein bisschen Wurst anbraten tut. Und ja, ich möchte sie einfach angebrutzelt haben. Gut, das mache ich jetzt schnell und danach geht es dann weiter mit dem Käse, den drei Eiern, sprich drei Muffins mache ich, den Bacon, Paprika, Salz, Pfeffer und Paprika, Tomatenmark. Genau. So Leute, jetzt habe ich noch ein bisschen von den Paprika, Tomatenmark mit zu der Bratwurst mit hinzugegeben. Schauen wir mal, wie es wird. Also die Form ist geschichtet. Wir haben den Bacon. Ich glaube, ich muss die jetzt nicht unbedingt extra einfetten. Und hier mache ich mir jetzt drei von den Förmchen hier zurecht. Die lege ich jetzt schön mit Bacon aus. Überstehen lassen eben, dass man es nachher dann übereinander zuklappen kann. So. Und so wie das aussieht, werde ich definitiv noch die zweite Packung brauchen. Ach, wisst ihr was? Ich mache das Ding bloß mit. Oder mache nur zwei Stück. Dann koche ich mir das Ei heute noch schnell für Brotzeit morgen. Und gut ist, weil dann habe ich auch keine angerissene Packung Bacon rumliegen. Fertig. So. Schnappen wir uns hier auf zwei Scheiben von dem Chester Schmelzkäse. Da kann man natürlich jeden anderen Käse nehmen, wo man möchte. Leute, denkt dran, ich mache hier bloß einen Vorschlag, was Mann, ihr Frau tun könnt. Was da jeder draus macht, bleibt mir selber überlassen. Man kann hier noch so viele Sachen mit rein tun. Das ist ja reine Fantasiesache. Da ist Erbsen, Möhren, ach, was weiß ich alles. So viel Zeug. Tja, jetzt war ich wieder ganz schlau beim Ei aufkloppen. So. Thank you.
So mit dem Käse habe ich es übrigens auch noch nie gemacht, meine Muffins. Tja, so kann es gehen. Da haben wir bloß noch die Hälfte von unserer Bratwurst. Aber jetzt hauen wir hier gleich mal noch ein bisschen Würze rein. Suche ich mir ein paar Bratwurststückchen, wo weniger dunkel sind. Ja, zum Aufheizen voll aufgedreht und dann vergessen. Passiert mir auch. Ja, probieren wir es mal, ob man sie noch essen kann. Und geht. Also halb so wild. Eigentlich wollte ich ja zuerst das Paprikatomatenmark unten rein tun, aber also direkt auf den Bacon streichen, aber da ich jetzt die Bratwurst da drin gehabt habe, lasse ich das sein. Ja. Passt da noch was drauf? Jawohl. Nehmen wir uns was von dem anderen Käse noch. Auch schön reinschmelzen. Und ich weiß nicht einmal mehr, bei wie viel Grad ich das immer im Ofen bzw. im Grill hatte. Echt schon ewig nicht mehr gemacht. Solche Muffins. Was denn hier für Temperatur? Ich nehme mal Ober-Unterhitze 100, ja so 180 Grad, stelle es einfach rein und später. Ja, wenn ich es raushol, zeige ich euch das natürlich. Uhrenvergleich 16:55. Ofen noch kalt. Schauen wir mal. Ist ja eigentlich bloß ein schnelles Video nebenbei heute. Außen Hunger rausgeboren. Ja, so könnte man das sagen. Mein Kuchenstück drüben im Kaffee war heute etwas kleiner. Leider. Ja, und nebenbei die Bratwurst essen. Schmeckt aber so auch lecker. Wie spät war es vorher, habe ich gesagt? 16:55, glaube ich. Naja, knapp 10 Minuten später. Einmal kurz reingelunzt. Ja, der Käse schmilzt, der Bacon nimmt Farbe an, Klappe zu, weiter toasten, backen, grillen. Naja, wie ihr es nennen wollt. 17:12. Wir gucken noch mal rein. Oh, ja, ja. Oh, oh. Ja, und sobald der Bacon oben dann so richtig schön Farbe gezogen hat, ist es fertig. Im Moment quillt halt viel Käse raus, weil auch viel Käse drin ist. Machen wir es noch mal zu und warten wir noch ein bisschen. Ei ist, glaube ich, auch rausgequollen. Naja. Diese Muffin-Geschichte habe ich früher auch immer sehr gern auf der Weberkugel gemacht.
Hat sehr gut funktioniert. Einfach draufstellen, grillen, fertig. Richtig geil. Also, das ist mein Tipp dazu. Könnt ihr natürlich auch auf dem Gasgrill machen. Oder wie gesagt, im Backofen. 17.20 Uhr. Leute, ich habe genug gewartet. Ich habe Hunger. So. Sehen schon irgendwie lecker aus. Jetzt muss ich die bloß da rausbekommen. Und zwar ohne, dass ich mir mit dem Messer meine Form verkratze. Schauen wir mal. Noch sehr weich. Achso, das war der Käse. Ja. Ich glaube, den schmeiße ich noch mal rein. War vielleicht doch etwas früh. Tja. Aber nichtsdestotrotz probieren wir das Teil jetzt einmal schnell. Wie gesagt, Leute, ich habe erst mal noch nächste Woche. Ich habe die Teile schon so lange nicht mehr gemacht. Ja, eindeutig wer es weich haben will, ja, 20, 25 Minuten. Auch nicht schlecht. Also wer es Ei weich haben will, 20 bis 25 Minuten, ansonsten ein bisschen länger, bis der Bacon wirklich kross ist. Aber auch mit weichem Ei verdammt lecker. Der Bacon ist halt noch nicht so richtig kross, das Ei ist noch schön flüssig. Das wäre jetzt was optimal für Frühstück. Lecker. Dann lassen wir das andere Teil jetzt noch ein bisschen drin und schauen uns dann das nachher an. Und ich gehe dabei schon mal in die erste Runde essen. So, jetzt mal die Kamera etwas steiler gestellt und extra nur für euch habe ich den gleichen Teller, das gleiche Besteck, aber wieder schön sauber. Gut, jetzt mache ich den Ofen aus und hoffe, dass das Ei jetzt auch schön fest ist. Ich sollte mir vielleicht einmal wirklich eins von meinen alten Muffin-Videos anschauen, um das herauszufinden, wie lange ich das immer drin hatte, bei welcher Temperatur. Aber ihr könnt ja oben in der Kanalsuche einfach mal Muffins eingeben. Und da könnt ihr das selber nachgucken. Also wie gesagt, da habe ich schon ein paar Videos gehabt. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir das hier wieder wegkriegen. Oh Mann. Ich möchte hier nicht in der Form rumkratzen. Ja, der ist etwas fester. Na, den Käse will ich natürlich auch noch. Tja, Michi, viel Spaß beim Saubermachen. Und jetzt schneiden wir das ganze Ding nochmal auf.
Tja, und hier ist das Ei jetzt etwas fester. Und ja, schmecken wird es wahrscheinlich genauso. Außer dass der Bacon vielleicht etwas krosser ist. Ich mir etwas mehr die Gosch verbrenne. Außer ich rede jetzt noch eine halbe Stunde. Was ich eigentlich machen könnte, aus reiner Taktik, dass ich mir die Gosch eben nicht verbrenne. Ärgert es euch schon? Ich bin gemein, gell? Ich will mir die Gosch nicht verbrennen. Nicht heiß. Gar nicht heiß. Aber verdammt lecker. Und irgendwie ist schon, ja, schmeckt es ein bisschen anders. Ei durchgekocht. Keine Ahnung wieso. Aber da habt ihr den Muffin noch mal. Ich werde ihn jetzt verspeisen. Wenn euch das Video trotzdem Spaß gemacht hat, ja, war mindestens eine halbe Stunde im Ofen drin oder im Grill drin lassen, dass das Ei hart wird. 30, 35 Minuten. Dann kriegt man richtig schöne Muffins oder man macht hier etwas früher, dann kriegt man ein schönes Frühstücksmuffin, was halt etwas matschiger ist, weil es Ei noch flüssig ist. Aber auch lecker, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hatte ich so auch noch nicht. Ja, gut, ich esse jetzt fertig. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben, würde mich freuen. Freundliches, nettes Kommentar, Abo und wenn ihr vielleicht noch die alten Muffin-Videos anguckt, könnt ihr ja drunter kommentieren, ob euch auch die gefallen haben. Gut, ich gehe jetzt essen. In diesem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.